Herzlich willkommen bei Living Relaxed. Mein Name ist Thomas Blecher, ich bin 43 Jahre jung. Gemeinsam mit meiner Frau Christina betreiben wir das Geschäftsmodell der Kurzzeitvermietung, sowohl mit eigenen Immobilien als auch im Arbitrage-Modell. Wir haben mittlerweile 2 Standorte, an denen wir das Modell betreiben. Heute sind wir im Erzgebirge, dem Weihnachtsland Deutschlands, in Aue, wo wir im Goethe-Palais, einem historischen Kulturdenkmal, was kernsaniert worden ist, 3 Apartments betreiben in 2 unterschiedlichen Grundrissvarianten. Hier sind wir gerade in der Suite Anna Amalia, die mit 8 Personen ausgestattet worden ist. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Kommt mit. Hier starten wir gleich rechts von mir mit dem Duschbad, mit einer ganz tollen Regendusche sowie einem Waschtrockner für die Gäste, die bei uns länger bleiben wollen und entsprechend auch die Annehmlichkeiten des Wäschewaschens hier in so einem Apartment nutzen wollen. Wird sehr gerne gebucht, wird sehr gut angenommen. Kommt mit, ich zeige euch das erste Masterschlafzimmer. Im Masterschlafzimmer Nummer 1 haben wir kombiniert Schlafen im Queen-Size-Doppelbett und eine Bürosituation, wo wir Arbeitsplatz geschaffen haben für jemanden, der dann doch trotz seines Urlaubes oder auch als Business-Apartment genutzt einen Schreibtisch sucht und relativ schnell up to speed kommen muss mit seiner Infrastruktur. Das bietet hier als besonderes Highlight Masterschlafzimmer Nummer 1. Unser Wellnessbad. Ein besonderes Highlight, nachdem natürlich Tageslichtbad sowieso Standard ist, haben wir uns überlegt, hier eine entsprechende freistehende Wanne zu installieren, um insbesondere entweder entspannt in den Morgen zu starten oder den Tag bei einem angenehmen Bad auch gerade in der Weihnachtszeit ausklingen zu lassen. Doppelwaschbecken und ein großzügiges Raumgefühl ermöglicht es eben bis zu 8 Gästen, hier entsprechend sich fertig zu machen. Kommt mit, ich nehme euch mit in den Wohn- und Essbereich. Für uns eines der Highlights, der großzügige Küchen- und Essbereich. Wir haben darauf Wert gelegt, wie in all unseren Apartments hochwertige Küchen zu installieren, um das Ankommen hier besonders einfach zu machen. Wir haben hochwertige Küchen von Nolte hier installiert mit allen hochwertigen Geräten, die man sich zum Backen, Kochen und Zubereiten ebenso wünscht. Komplett ausgestattet, um hier überhaupt nichts weiter besorgen zu müssen. Als zentrales Kommunikationselement dient dieser große Tisch, wo man eben hier als Familien, Freunde, Pärchen zusammenfindet und sehr viel Kommunikation betreiben kann und die Übernachtungen, den Aufenthalt hier besonders gut ausklingen lassen kann. Im 4-Sterne-Bereich erwarten Gäste insbesondere Kaffee- und Teebar. Wir haben hier dafür gesorgt, dass diese kostenlos zur Verfügung steht, mit einer sehr guten Erstausstattung, sodass gerade bei Wochenendübernachtungen hier nicht extra was eingekauft werden muss. Und das gehört bei uns zum Standard dazu. Hier sind wir nur im Wohnbereich. Im Wohnbereich haben wir Wert darauf gelegt vom Interior Design, dass wir unterschiedliche Kommunikationsbereiche schaffen. Hier eben die große Doppelcouch zum Chillen, die auch gleichzeitig als zusätzliches Schlafsofa funktioniert. Und dann auch diese entsprechend schön gemütlichen Sessel, wo man eben unterschiedliche Bereiche hat, mit Leuten, mit Freunden, die man lange nicht gesehen hat, ins Gespräch zu kommen. Unterstützt wird das Ganze noch von einem schönen Kamin, der die Wohlfühlatmosphäre unterstützen soll. Der Smart TV ist Standard in all unseren Apartments und kommt natürlich selbstverständlich mit den vorinstallierten Apps wie Amazon Prime, Disney, Netflix, wo unsere Gäste mit ihren Accounts sich ganz einfach einloggen können und das gleiche TV-Erlebnis haben können wie eben auch zu Hause. Damit sind wir im 2. Masterschlafzimmer und eigentlich damit auch dem Hauptmasterschlafzimmer, was hier für insgesamt 4 Personen ausgelegt ist. Wir hatten das große Glück, in die Grundrissgestaltung noch mit eingreifen zu dürfen. Wir haben uns hier entschieden, hinter dieser einzigartig gestalteten Wand einen begehbaren Kleiderschrank zu hinterlegen für die Gäste, die ihre Kleidung eben auch für die Übernachtungen und für längere Aufenthalte auch im Schrank verstauen möchten. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, auch den Empfehlungen von Hendrik und den B&B Pro Hosting Empfehlungen zu folgen. Wir haben hier eben ausreichend Wäsche bereitgestellt. 2. Kissen gehört standardmäßig dazu. Kleine Süßigkeit versüßt den Gang ins Bett. Ja, das ist im Wesentlichen unsere große Apartment Suite Anna Amalia. Ich hatte euch versprochen, es gibt noch weiteres zu sehen.
Die kleineren Suiten, nämlich die Suite Charlotte bzw. Zauberlehrling, zeigen wir euch im nächsten Schritt. Kommt mit! Jetzt sind wir hier in unserer zweiten Apartment Suite, die diesen zweiten Grundriss hat für insgesamt 4 Personen, die Apartment Suite Charlotte. Ich nehme euch mit rein und wie von Hendrik empfohlen, hier natürlich der komfortable Zugang für unsere Gäste mit dem Nuki-Schließsystem. Starten wir mit dem großzügigen Dusch-Wellness-Bad. Unglaublich geräumige Dusche, begehbar, barrierefrei. Geräumiges Bad insgesamt, kommt ebenfalls wieder mit einem Trockner und einer Waschmaschine. Die Apartment Suite Charlotte kommt in einem komplett anderen Interior Design. Ihr seht das, komplett anderer Stil, haben wir ganz bewusst gemacht. Da wir festgestellt haben, dass die Gäste, die bei uns zu Besuch sind, dann doch unterschiedliche Vorlieben haben und so haben wir versucht, für jedes Apartment einen anderen Stil zu finden. Das Interior Design der Anna Amalie, die wir eingangs gesehen hatten, war eher urban klassisch vom Stil her. Das ist hier skandinavischer Stil, spricht eine hohe Zielgruppe an, über alle Altersschichten hinweg. Wir sind hier im Wohn- und Essbereich. Wir haben hier diesmal eine Hochtischsituation geschaffen, auch wieder komplett ausgestattet. Wir haben hier dann entsprechend auch eine Schlafcouch, wo der Sitzbereich und die Schlaffunktion wiederum getrennt ist. Selbstverständlich auf der anderen Seite wieder das Smart TV für alle Apps. Internet ist in all unseren Apartments Standard und natürlich kostenlos für unsere Gäste. Auch hier wieder eine sehr hochwertig exklusive Küche. Im Gegensatz zu dem, was wir eben gesehen haben, haben wir uns hier für eine integrierte Mikrowellenlösung entschieden anstelle des Backofens. Das macht es unseren Gästen einfacher in der Benutzung, aber auch unserem Reinigungspersonal, das entsprechend hier zu reinigen. Hier ist alles, was man braucht, wieder inklusive unserer Kaffee- und Teebar, wieder mit einer sehr umfangreichen Erstausstattung. Somit sind wir im Masterschlafzimmer dieser 50 Quadratmeter großen Suite. Auch hier wieder Boxspringbett im Queen-Size-Format. Der Empfehlung der Community, aber auch aus dem Coaching folgend, haben wir uns hier für eine offene Schranklösung entschieden. Das wird von unseren Gästen sehr gut angenommen. Das rundet dieses Apartment-Konzept auf 50 Quadratmetern sehr gut ab. Abschließend noch ein paar allgemeine Informationen zu unseren Zielgruppen, zu unseren Kosten, die wir in diesem Apartment haben, aber auch, wo ihr uns finden könnt. Wir sind mit allen unseren Apartments an beiden Standorten auf den gängigen Portalen wie Airbnb, Booking.com, Vrbo mit Fevo direkt zu finden. Unsere Zielgruppe ist auf der einen Seite, insbesondere an diesem Standort hier, sehr touristisch geprägt, wo wir sehr viele Touristen in der Wintersaison, aber auch in der Sommersaison erwarten. Wir haben hier auch Business-Gäste, die durchaus längere Zeiten buchen, im Sinne von 2, 3, 4 Wochen, durchaus auch mal länger als einen Monat. Wenn man sich ein bisschen die Kosten anschaut, wie funktioniert so ein Apartment ökonomisch? Wir haben hier eine Apartmentgröße von genau 50 Quadratmetern. Wir haben hier etwa Fixkosten für dieses Apartment bei 600 Euro. Die Auslastung dieser Apartments an beiden Standorten liegt zwischen 85%, 90%, 95%. Hier sind wir sogar in der Situation, dass wir das auch ein Stück weit gestalten können, wie wir die letzten 10-15% freie Nächte pro Monat rausgeben, indem wir praktisch nochmal an der Preisspirale drehen oder auch durchaus mal ein, zwei Nächte auch offen lassen, um Schönheitsreparaturen durchzuführen oder entsprechende Erweiterungen mit weiteren Features in dem Apartment umzusetzen. Wir würden uns unglaublich freuen, euch einmal hier begrüßen zu dürfen, sei es nun hier in Aue im Erzgebirge oder in Heppenheim an der Bergstraße. Beides ganz tolle Destinationen, sehr zu empfehlen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, die Erfolge der Zusammenarbeit liegen für uns auf der Hand. In der Zeit der Zusammenarbeit sind wir um mehr als Faktor 3 im Immobilienstand gewachsen. Wir sind im Bereich der Bewertungen auf Airbnb und Booking.com in den Top 10% der Bewertungen gelandet. Unser Umsatz liegt bei monatlich um und bei 20.000 Euro. Das sind Erfolge, die wir am Anfang der Zusammenarbeit uns gewünscht haben, aber jetzt umso schöner, das zu sehen, dass es realisiert hat. Mein Name ist Thomas Becher. Ich bin 43 Jahre alt. Von Beruf bin ich im Bereich Banking unterwegs und gemeinsam mit meiner Frau Christina betreiben wir privat das
Geschäftsmodell der Kurzzeitvermietung. Wir betreiben das Geschäftsmodell sowohl mit eigenen Immobilien als auch im Arbitrage-Modell. Wir sind insgesamt an 2 Standorten unterwegs, haben über diese 2 Standorte hinweg 7 Immobilien, die wir betreiben. Unsere Herausforderung, bevor wir zu B&B Pro Hosting gekommen sind, war insbesondere, wie professionalisieren wir auf das nächste Level? Denn wir hatten sehr viel Spaß mit den ersten beiden Immobilien und wollten wachsen. Aber neben Job und Familie war uns wichtig, das muss in der Art und Weise funktionieren, dass wir alles in einen Hut kriegen. Ja, also welches weiter herausresultierende Problem ist daraus entstanden? Für uns stand ganz konkret die Frage, wie können wir wachsen? Wie können wir wachsen in das dritte, vierte, fünfte, sechste Apartment, um den Geschäftsbetrieb zu erweitern? Und gegeben sozusagen, dass wir nicht 100% professionalisiert gewesen sind, war für uns klar, wir müssen es verändern, sonst werden wir nicht wachsen können. Auf B&B Pro Hosting sind wir aufmerksam geworden, eigentlich durch Zufall. Wir haben den wirklich sehr guten Tutorial-Content von Hendrik gesehen über YouTube und haben dort festgestellt, da ist enorm viel Breite, aber auch viel Tiefe vorhanden. Und das war der Anstoß, wo wir gesagt haben, das sollten wir uns näher angucken. Das Erstgespräch war für uns unglaublich angenehm. Wir hatten einen ganz tollen Gesprächspartner, der uns sehr gut geführt hat in der Frage, passen wir zusammen, was suchen wir, welches Problem wollen wir lösen? Und haben sehr schnell festgestellt, dass mit B&B Pro Hosting und uns gemeinsam in der Zusammenarbeit sehr viel Sinn macht. Ja, die Zusammenarbeit fanden wir unglaublich hilfreich. Hendrik war auf der einen Seite als direkter Coach für uns immer ansprechbar, auf sehr kurzem Wege. Und das natürlich gerade am Anfang, wenn man mit sowas startet und dann auch in der Scale-Up-Phase ist, kommen die Fragen natürlich ganz geballt. Zum anderen hat uns sehr geholfen, die professionellen wöchentlichen Calls mit Architekten, Steuerberatern, Rechtsanwälten. Das hat enorm geholfen, damit wir auch das Wachstum, was wir realisieren konnten, auch genauso umsetzen konnten. Einwände gab es für uns eigentlich gar nicht so viele. Wichtig war für uns zu verstehen, Value for Money oder Kosten Nutzen. Denn was wir wollten relativ schnell den Nutzen aus dem Masterclass Coaching realisieren und haben dann im Erstgespräch und sowohl mit Hendrik als auch dem Team ein gutes Gefühl dafür bekommen, dass da sehr viel Wert für den Betrag, der dort aufgerufen wird, vorhanden ist. Und das hat uns entlang von Breite, Tiefe der Themendarstellung als auch dem Netzwerk und den Expertengesprächen, die wöchentlich stattfinden, einfach überzeugt. Wir haben uns speziell für B&B Pro Hosting und auch für den Dienstleister grundsätzlich entschieden, da wir nach den ersten beiden Immobilien gemerkt haben, das macht zwar viel Spaß und wir haben auch sehr viel in der Intuition. Gleichwohl haben wir gemerkt, um zu professionalisieren, brauchen wir jemanden oder wünschen wir uns jemanden an unserer Seite, der das schon mal gemacht hat, der sein Wissen teilt, wo wir davon profitieren können. B&B Pro Hosting war für uns die erste Wahl, auch nach der Selektion von weiteren. Und das haben wir auch während der Zusammenarbeit sehr geschätzt und würden wir auch jederzeit genauso empfehlen. Für uns gab es unglaublich viele Vorteile in der Zusammenarbeit. Sie sind fast kaum alle aufzählbar. Wir haben insbesondere für uns mitgenommen, welche technologische Infrastruktur, welche digitalen Möglichkeiten bestehen, wie implementiert man die in so ein Business. Wir haben zum anderen gelernt und als Vorteil für uns mitgenommen, wie installiert man Prozesse automatisiert, Prozessabläufe, sodass insbesondere unsere Gäste davon profitieren, indem sie sehr schnell automatisierte Nachrichten erhalten, dass wir unglaublich schnelle Reaktionszeiten realisieren können, dass unsere eigenen internen Betriebsabläufe mit unseren Mitarbeitern auch gut funktionieren. Das waren ganz wesentliche Vorteile. Was uns besonders überrascht hat in der Zusammenarbeit, war diese unglaubliche Tiefe und Breite des Wissens, was zur Verfügung gestellt worden ist, in der Strukturiertheit, wie die da Informationen dargestellt worden sind. Das hat uns überrascht. Uns hat auch überrascht, wie professionell das Expertennetzwerk in den wöchentlichen Calls ist, mit wie viel Erfahrungsschatz, insbesondere im Arbitrage-Modell, aber auch im Eigentumsmodell dort vorhanden ist. Das war erwartet, aber hat uns dann doch in der Umfänglichkeit enorm überrascht. Ja, für uns sind die nächsten Schritte bereits sehr klar umrissen. Wir werden jetzt in ganz wenigen Wochen werden wir das historische Weltkulturerbe der UNESCO mit insgesamt 10 Schlafgelegenheiten live nehmen. Wir planen im Verlauf dieses Jahres das Level, auf dem wir jetzt gewachsen sind, zu stabilisieren, auch erfolgreich kommerziell zu machen und wollen dann im nächsten Jahr die nächsten 3 bis 5 nächsten Apartments in Angriff nehmen. Und nachdem wir dieses Jahr die Infrastruktur dafür geschaffen haben, trauen wir uns auch zu, dass wir das entsprechend realisieren können. Meine ganz klare Empfehlung für diese Dienstleistung lautet, mach es früher als später. Probiere nicht selbst rum, such dir professionelles Coaching und nutze das Netzwerk, nutze die breite Information, damit du sehr schnell in diesem Geschäftsmodell skalieren kannst.